Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Summer Car, unserem Sommerauto. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja in den LKW geschwungen und fahren jetzt mal hier die Gülle entleeren. Wobei ich immer noch mal gucken muss, wo wir dann gleich hin müssen. Sitzt hier irgendwie so ein Typ oder so? Oh. Die Rowdy ist wieder unterwegs hier. Oha. Alter. Was ist denn mit denen nicht okay? Jetzt parken die hier oder was? Das sind ja komische Leute hier. Also da müssen wir erstmal gucken, wo wir denn da genau hin müssen. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken, wo wir denn da hinkommen, hier mit dem dementsprechenden LKW. Gut, steigen wir erstmal ein und fahren jetzt hier erstmal hier rum, weil irgendwo muss ja hier auch so eine Gülle-Dingens sein, weil der Typ hat uns ja angerufen. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei. Was ist denn jetzt hier? Hallo? So, jetzt steigt doch mal ein hier. Verdammt. Hallo. Irgendwie kann ich nicht mal mehr einsteigen. Ah, jetzt. So. Driving Mode. Wir machen schon mal hier dementsprechend hier das Vorglühen an. Denn wir haben eine längere Pause gemacht. Ich war mal kurz wohin und muss gleich mal schauen, wo wir denn gleich hin müssen. Anschnallen sollten wir uns auf jeden Fall. So, jetzt können wir den LKW starten. Hallo. Hallo. Wir schalten mal einen Gang hoch. Handbremse. Jo. Erster Gang. Ah, so jetzt. Guck mal, wo hier so ein Gülle-Dingen ist. Wir müssen erstmal hier rumfahren. Wo ist denn hier so ein Gülle-Teil, was wir entleeren müssen? Ey, ist auch wieder eine Frage. Erstmal hier so ein Gülle-Fass finden irgendwie. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, wir müssen hier rum. Irgendwo muss ja auf jeden Fall so ein Teil sein. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, der TÜV. Hier sind wir, glaube ich, auch total falsch. Wir fahren jetzt hier einfach erstmal rum. Und gucken erstmal, wo wir da hin müssen, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich bin total falsch hier. Irgendwo muss da wieder so ein komischer Typ sitzen, der quasi so ein Gülleteil hat. Hier ist eine Kirche. Fahren wir weiter. Ich weiß ja nicht, wo die Dinger immer hier sind, aber hier sind wir irgendwie wohl falsch. Fahren wir da hinten hin, mal gucken, was da hinten los ist. Ja, wieder planlos hier durch Finnland. Ihr kennt das ja schon. Ah, da glaube ich. Ach, guck mal da vorne. Da ist so ein Ding. Moin. Ah, guck mal da. Aha. Ich hoffe mal, ich falle jetzt hier nicht wieder rein. Ansonsten gewinnt der Tod wieder. Ach, guck mal, hier ist sogar.
passt das? Kurz abschnallen. Mal kurz gucken hier. Ob das jetzt hier passt. Ne, da müssen wir ein Stück noch zurückfahren. Oh, guck mal, hier ist... Ah, guck mal, die zocken Fußball hier. Geil. Wie cool ist das denn? Oh, cool, 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 cool. Komm her, komm her, komm her. Ach, Mensch. Die wollen, glaube ich, nicht, dass ich da mitspiele oder so. So, steigen wir mal wieder ein. Wieso rollt denn der überhaupt? Rückwärtsgang. So. Steigen wir mal wieder aus. Ich glaube, wir müssen jetzt genau da... Ich glaube, das müsste passen jetzt hier. So, das Teil. Wie kriegen wir das nochmal ab? Wie ging das nochmal? War das nicht das hier? Weil das muss ich doch irgendwie... Ja, wir nicht reinfallen, ey. Sonst bin ich direkt wieder tot. So. Das sieht auf jeden Fall voller aus. Was ist das Ende hier? So. Da ist das Ende. Diesmal sollte das auf jeden Fall ausreichen hier. Ja, nicht reinfallen, ey. Ganz, ganz vorsichtig jetzt. Gehen wir jetzt mal lieber hier hin. Und schmeißen das mal hier rein. So, auf jeden Fall ist das Ding aber jetzt drin, oder? Gucken mal, ob wir jetzt hier die Hydraulikpumpe anschalten können, ob wir das Ding jetzt hier leer pumpen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre quasi mein erster Job, den ich hier erledige. Das ist ja schon eine Herausforderung, überhaupt wieder hier in den LKW reinzukommen. Oh, was ist denn jetzt los hier, ey? Na komm, geh rein da. Oh, Leute. So. Oh Mann, ey. Ich stelle mich wieder allglatt an hier. Och. Was ist denn hier los? Was war das denn? Hier einfach nur rein. Ah, jetzt. So, wo ist die Hydraulikpumpe? Ah, jetzt wird's leer gepumpt. Hoffe ich zumindest. Sollte ja nochmal ein kleines Stück vorfahren, oder? Muss ich zu den Typen hier? Hallo, guten Tag. Was? Josi, Tei, Tö, Ei, Tö. Ah, sehr schön. Ich glaube, ich sollte nochmal ein kleines Stück vorrollen oder so, ne? Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit noch hier. Oh, was macht denn da? Wieso rollt denn der jetzt weg hier? Hallo?
Oh, das Ding ist auf jeden Fall leer. Kriege ich jetzt Geld? Die Karre. Sieht auf jeden Fall leer aus. Ich glaube, ich muss das jetzt hier erstmal wieder hier so rausziehen. Na komm. Sieht aus wie so eine Megaschlange hier. So, mal gucken, wie ich das hier wieder aufwickeln kann. Auf jeden Fall scheint das Teil jetzt mal abgepumpt zu sein. So, wie kriege ich das jetzt wieder hier? Hier drauf. Oh ne, was ist das denn für Mist? Wir machen das Ding erstmal zu hier. Nicht, dass ich hier reinfalle. So. Hier kann man jetzt da nicht mehr reinfallen. So, wie kriege ich das jetzt wieder hier oben aufgewickelt? Das ist natürlich auch wieder eine Frage. Kann ich das hier irgendwie ablegen oder so? Wieso rollt denn... Wieso schiebe ich... Wieso rollt denn der... Ah, der rollt weg, der rollt weg, der rollt weg. Was ist denn... Was? Was ist jetzt hier passiert? Hallo. Was? Wieso rollt denn der LKW weg? Nein! Bleib doch mal stehen hier. Verdammt. Bleib stehen. Toll. Ich brauche erstmal ein Bier hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt gleich noch eins. So, wie kriege ich das jetzt hier wieder? Ach, guck mal, da ist der Tankstand. Ah. Sehr gut. Hier habe ich irgendwas kaputt gemacht. Warum auch immer. So, wie kriege ich das Teil jetzt wieder aufgewickelt hier? Muss ich doch bestimmt hier hinten irgendwie so anpacken. Wie geht das wieder aufgerollt? Oh, ey. Frustfaktor 3.0 hier, echt. Ich doch nie im Leben wieder hin hier. Das lag doch da oben drauf, oder? Wie kriege ich das jetzt wieder hier ab? Ach so. Das muss doch irgendwie hier... Vielleicht zahlt der Typ ja erstmal. So. So, leer gepumpt das Ding hier, Kollege. Wie kriege ich jetzt Geld? Verstehe ich nicht. Irgendwie raff ich das nicht. Ich kriege Geld von dir, Kollege.
geht denn das hier? Player Controls. Swear, Crouch, Run. Push, Finger. Hitcheck, Smoking. Hä? Verstehe nicht. Wie kann ich jetzt hier tönen? Wie kriege ich jetzt Geld? Ich habe definitiv noch kein Geld gekriegt von dem. Schmeißen die ganzen Flaschen hier hin. Mann, Mann, Mann. Hier spielen doch Kinder, Mensch. So. So, wie kriege ich das jetzt wieder hier drauf? Das fällt doch wieder runter. Oh Mann, ey. Das ist ja schon zum Scheitern verurteilt hier. Ja, guck mal, das fällt doch wieder durch hier. Das kann doch gar nicht sein. Oh. Muss man es irgendwie hier so zusammenwursteln oder was? Das geht doch gar nicht. Was? Ich mach doch gar nichts. Hilfe. Wieso? Ey, fliegt alles raus hier, die Wurst. Na komm, ballern wir uns hier rein. Oh Mann, ey. Ich scheiter schon hier an den einfachsten Sachen. Wird schon wieder dunkel hier. Wie kriege ich das denn wieder hier drauf? Es fällt doch wieder runter. Nicht. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was ich da machen kann? Lass uns mal kurz hin hier. Starten wir mal den. So, die Achse habe ich jetzt runtergefahren hier. Ach, mir wird egal, ich fahre jetzt mit dem Ding zurück. Beziehungsweise fahre nochmal ran hier, weil irgendwie habe ich das Ding, glaube ich, nicht ganz leer gemacht. Weil irgendwie ist der Auftrag nämlich nie abgeschlossen. Was ist denn hier los? So, schon mal ersten Gang hier. Platz da, Kinder. Onkel will spielen hier.
Oh Mann, ey. Stückchen noch zurück. Noch kleine Stückchen. So, ich glaube, jetzt sollte das passen. Jo. Nicht reinfallen hier. So, komm Rinder. Alter, gib mir hier auf den Sack hier gerade. Na komm, Rinder. Rinder. So, rein. Rein. Zur Not fahre ich da mit den Dingen hinten dran. Das ist mir auch egal. Oh, jetzt. Jetzt ist das unten. So, jetzt können wir mal hier das Ding nochmal anwerfen. Dann können wir mal hier das Hydraulikteil anwerfen. So, Kollege. Was ist denn los jetzt hier? Willst du? So, Fetti hier. So, jetzt ist das Teil leer hier. Wieder rauskriegen. Ah, dieses Mistding hier, ne? Fällt doch wieder rein. Oh. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. Ich bin jetzt so doof hier. Oh, mach die Tür auf. Doofes Ding hier. So. Eine Runde pennen hier.
erstmal eine Runde pennen. So. Erstmal aufstehen hier. Moin. Maestro. Was ist jetzt hier mit Bezahlung hier? Kollege. So zahlt denn der jetzt nicht? Oh, was ein Stress hier am Morgen. Zahlt denn der jetzt? Das verstehe ich jetzt auch nicht. So. Schmeiß mal die Kiste an hier. So. Schon wieder hier. So. Jetzt mal vorglühen hier die Kiste. Verstehen nicht, warum ich jetzt hier kein Geld kriege. Das Teil jetzt irgendwie aufkriegen hier. Man muss jetzt hier ausleeren. Ach, guck mal, ist auch noch einer. Oh. Hat der mich angerufen? Mann, Mann, Mann. Nur Idioten hier. Machen wir das Ding halt von mir aus leer. Guck mal, hier stehen wir da genau drunter. Wo ist denn jetzt? Nee, oder? Wo ist denn jetzt das? Ach, nö. Vielleicht liegt es da hinten am anderen Sportplatz. Das kann aber nicht sein. Jetzt habe ich's. Es kann doch nicht sein. Ach, nee. Warte mal, wo ist denn das? Das liegt doch. Nö. Hä? Verstehe ich nicht. Wo ist denn das Ding jetzt hin hier? Oh nee. Das ist doch Kacke, ey. Wo habe ich denn da drauf Echt vergessen oder bin ich einfach nur blind?
Machen den Karren erstmal aus hier. Oh, verdammt. Ist da was drin? Oh ja, das Ding ist voll. Das müssen wir leer machen. Aber wo habe ich jetzt das doofe Rohr hier verloren? Oh Mann, jetzt kann ich erstmal rumeiern. Oh, wo ist denn der Schlauch hin? Er lief wahrscheinlich da hinten noch. Ja, toll, jetzt bin ich rot und stinke. Toll. Das Ding hier hinfallen lassen. Aber ich glaube, da vorne liegt das. So. Ach, da ist es doch. Schön abgerissen hier. Na komm, geh raus hier. Oh ne, jetzt. Nein! Na toll, Leute. Ja. Ach, ist doch scheiße. Wie kriege ich das jetzt raus? Oh Mann. Joa, Leute. Ich würde sagen, wir haben ein kleines Problem. Ja, wäre nicht das Erste, was wir hier haben. Schlauch weg, falsches Rohr abgepumpt. Na gut. Was wollen wir machen, ne? Ich würde sagen, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich laufe jetzt mal zu meinem LKW und werde mich sinnlos mit Hopfen und Weizen begießen. In der Hoffnung, dass mir da ein Licht aufgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.